Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Dienstag, den 28. Mai. Es regnet und regnet und regnet. Fast jede Nacht von mir. Also am Tag geht's, aber fast jede Nacht regnet's. Also ich habe das schon lange nicht mehr so erlebt, dass so viel regnet. Also so ist es mir natürlich lieber, wenn es am Tag schön ist und nur in der Nacht regnet. Da weiß ich, als Kind gab es auch mal so eine Zeit, da hat es nur in der Nacht geregnet. Und das fand ich nämlich ganz lustig, das war im Sommer, weil wir konnten jeden Tag baden gehen und in der Nacht hat es geregnet. Ja, weiß nicht, wie ich da drauf komme, vielleicht weil ich es höre. So, wir kommen zum Dienstag. Und wir haben Meldungen, die blockiert werden, sind, schauen wir mal. Wir gehen unseren Weg, immer mehr. Und das unser Weg gehen haben wir ganz viel. Und immer wieder, weil es das jetzt natürlich auch eine Sache ist, dass das so sein soll. Du musst individuell deinen Weg gehen. Und wenn der im Gefühl positiv ist, ist er, gehe ich mal davon aus, auch für alle anderen positiv, dann tust du automatisch auch was für alle anderen. Also das darfst du nicht unterschätzen, brauchst du nicht unterschätzen. Es gibt Menschen, die sagen, wie egoistisch bist du und denkst nur an dich. Aber da müssen wir, genau so müssen wir aber auch denken, denn nur wenn es uns gut geht, können wir anderen helfen. Gut, wie komme ich denn da wieder drauf? Ja, blockierte Meldungen, die immer mehr, aber ich gehe mal davon aus, wir blockieren diese Meldungen immer mehr, weil wir unseren Weg gehen wollen. Und weil wir mit diesen ganzen Meldungen, die Fernseh, Radio und so weiter immer wieder kommen, die uns nur runterziehen, wollen wir gar nicht haben. Wir wissen, wie es ist, wir leben ja, wir stecken den Kopf nicht in den Sand, also wir verdrängen auch nichts, wir verleugnen nichts, aber wir wollen trotzdem unseren Weg gehen. Und wenn dann ein Nachrichtensprecher dauernd erzählt, dass irgendwo Krieg ist und alles ganz wirklich schlimm ist und vielleicht könnte, und das ist ja das Allerschlimmste, es könnte ja und wenn und überhaupt, kann das ja auch noch passieren und vielleicht kommt auch wieder eine Pandemie und die Wissenschaftler haben entdeckt das, vielleicht und überhaupt. Das, wenn ich schon höre, kriege ich schon die Krise, weil das nur eine Angstmacherei ist. Und da gehen wir raus. Und das ist gut. Und dadurch verändern sich auch die Meldungen. Wenn man die wollen, dass wir in die Angst gehen, die wollen, dass wir in die Verzweiflung gehen, dass wir aufhören, an uns selbst zu glauben, aufhören, an Deutschland zu glauben, aufhören, an Nachbarn zu glauben, wenn die dann nicht mehr durchkommen damit, dann müssen sie was umstellen. Weil es schaut da dann keiner mehr an. Und vor allem ist dann der Fernseher, der öffentliche Fernseher, wie heißt denn das, da wo es GZ heißt, irgendwann völlig umsonst, wenn kein Mensch mehr hinschaut. Also bewegt sich da jetzt auch was. Ja, aber sag mal, man legt sich hier schon, also man findet diese Blockade schon nicht lustig. Da gibt es immer mehr Kummer. Und deswegen blockieren wir es. Also die Meldungen werden blockiert, weil hier immer mehr Kummer ist. Und du siehst hier einen leidenschaftlichen Kummer. Das sind, wenn du das jetzt mal bildlich sehen willst, ist, du gibst jetzt dein, was weiß ich, irgendjemand eine, haust eine runter, gibst eine Watsche. Dann ist das ein Fakt. Wenn du den aber prügelst, dann ist das die Leidenschaft. Im negativen Sinn. Und du siehst hier mit Leidenschaft, Kummer und Schmerz. Ich wollte nur diese Karte ein bisschen rausheben, dass du merkst, was man hier macht. Und darum blockieren wir es auch. Weil wir das einfach nicht mehr möchten. Man will uns, weiß ich nicht, mit diesen Nachrichten würden wir, wenn wir die täglich wirklich bewusst ansehen, uns immer vor dem Fernseher setzen und vielleicht das auch noch glauben, wirklich in Kummer und Schmerz weinen. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste den ganzen Tag Nachrichten anhören,
und würde das wirklich glauben, so wie die das sagen, mit allem Wenn und Aber und alles ist ganz schlimm. Ich könnte nur noch heulen. Am besten ich bringe mich um, weil es hat eh keinen Sinn. Und da wir das ja nicht wollen, blockieren wir das. Und diesmal ist die Blockade sehr, sehr positiv in dem Fall. Ja, wir wollen ein neues Leben und wir wollen die Wahrheit. Und wir haben immer ein schlechtes Gefühl, weil wir nicht mehr wissen, was die Wahrheit ist. Und da kannst du nur in dich reinfühlen. Also in der Zeit heute kannst du wirklich die Wahrheit nur noch fühlen. Also du kannst dich auf nichts mehr verlassen. Auf kein Bild, auf keinen Film, nicht mal, wenn du im Fernsehen siehst, dass irgendjemand was sagt. Denn die KI kann alles. Also die können uns alles vorspielen. Im Fernsehen. Und du könntest das Gegenteil nicht beweisen. So sind auch Bilder und so weiter. Also heutzutage ist es wirklich so, du kannst dich nur auf dein Gefühl verlassen. Eigentlich nur darauf. Weil selbst auf deine Augen kannst du dich nicht wirklich verlassen. Denn es gibt mittlerweile schon so das Projekt Bluebeam, sagt da vielleicht was. Also so hat bestimmt schon gesehen, in so Großstädten sind so große Leinwände, an die Häuser, wo dann ausschaut, als wenn ein Wal jetzt da rausspringt. So in 3D, Leinwände in 3D. Und das kann man schon so perfektionieren, dass du nicht, in diesem Moment nicht weißt, ist das jetzt gestellt, ist das ein Film gemacht oder ist das echt. Und darum kannst du dich auch nicht mehr auf deine Augen verlassen. Ja, das ist hier schön, denn es heißt, wir wollen wirklich in unsere Wahrheit gehen, wir wollen auf unseren Weg gehen und wir wollen die Wahrheit auch wieder wissen, wir wollen sie auf sie verlassen können und so weiter. Und darum blockieren wir hier mehr und mehr diese Nachrichten. Wir blockieren diesen Kummer und Schmerz in diesen Nachrichten, denn wir wollen ein neues Leben, wir wollen einen Neuanfang, aber eben nicht mit diesem Kummer und Schmerz. Das wollen wir blockieren. Für den Tag morgen ist es genauso. Du wirst den Tag, wenn du ein positiver Mensch bist und diese Energien ein bisschen spürst, wirklich die Nachrichten, die Hiobsbotschaften vermeiden und versuchen, deinen Weg zu gehen. Hier sind die schlechten Gefühle, die sind noch so, die sind auch da, weil man kriegt diese Nachrichten, auch wenn du es blockierst, immer wieder irgendwo mit. Du machst einen Computer an und hast Google hier, erste Seite, kriegst schon hier Blödsinn erzählt. Ist egal, was du aufmachst, überall erzählt dir irgendjemand. Also ganz vermeiden kannst du es nicht. Macht ein schlechtes Gefühl, ja. Aber das kannst du regulieren. Wenn du hier in diesen leidenschaftlichen Kummer, Schmerz fällst, das kannst du nicht mehr regulieren, da fällst du in ein Loch. Das kannst du regulieren, sagst du, komm dir da runter. Vergiss es, kannst du es eh nicht ändern. Hier oben drauf liegt der Verlust, der einfach auch sagt, du kannst morgen entscheiden, wo dein Verlust ist. Ist der Verlust in die Nachrichten und gehst du in dein Leben oder ist der Verlust, dass du dein Leben vergisst, weil du so sehr in diese Nachrichten gehst? Kannst du entscheiden. Und ich denke mal, wir verlieren alle diesen Blödsinn da. Gut, das war weltlich. Dann schauen wir mal da von den Energien rein. Okay, also mit der Leidenschaft sehe ich hier ganz viel Feuer. Ich lasse mal das ein bisschen laufen. Es regnet. Also, erst kommt Feuer und dann kommt jetzt der Regen, der das Feuer löscht. Okay. Wie erleben wir denn das im Einzelnen? Okay, was soll man da sagen? Ich sehe hier einen Mann gehen, der schaut auf seine Armbanduhr und schaut dann auf eine Uhr, die irgendwo an der Hauswand hängt und vergleicht. Und da fragt dich dann, was das heißen soll. Und dann heißt, vergewissere dich. Ist es die Wahrheit? Also frage nach. Auch im Spirituellen, auch im Energetischen sollst du nachfragen, was ist denn wirklich die Wahrheit? Wo fühlst du die Wahrheit? Und ich heute, bloß so ganz kurz, ich hatte heute
so einen, ich sag mal, Augenblick der Schwäche. wie soll ich sagen? Das ist so, ich bin so, sagen wir mal, eine halbe Stunde in ein Loch gefallen. Das dauert bei mir nicht länger. Ich denke mal, was ist denn los? Ich merke das dann. Das ist so und so, genau so. Wo ich dann denke, was ist denn los? Und habe natürlich wieder, nein, war absolut im Kopf. Und da ist mir dann aufgefallen, dass ich schon ein paar Tage immer mehr und mehr und mehr im Kopf bin. Und umso mehr ich im Kopf bin, umso schlechtere Gefühle kriege ich. Weil, ja, weil du diese Nachricht natürlich immer irgendwo mitkriegst. Und ich bin dann bewusst in mein Herz, in meine Seele, habe das alles aufgemacht, habe mich einen Augenblick hingesetzt, mir wirklich die Zeit genommen und auf einmal habe ich gemerkt, diese Strahlen und diese Freude, die in mir wieder aufkam. Und dann kam mein Kopf und sagte, ja, vormachen kann ich mir selber was. Also ich mache mir das jetzt alles vor. Und ich habe das zum Anlass genommen und habe mal, ja, wieder für mich geschrieben. Ich mache das gern mit Schreiben. Also ich schreibe dann meine Gedanken auf und meine Fragen auf und beantworte mir dann selber. Das ist so ein Mechanismus bei mir. Und dann sagte ich zu meinem Verstand, und kannst du, lieber Verstand, die Situation, die hier so schlecht war, mit Krieg und was weiß ich was, kannst du die denn lösen? Nein. Sag ich, okay, kannst du nicht lösen. Was spricht dann dagegen, in mein Herz zu sein und mich trotzdem glücklich zu fühlen, wenn ich es eh nicht lösen kann vom Verstand? Dann wusste er nichts mehr zu sagen. Also ich habe meinen Verstand heute Nachmittag eigentlich ausgehebelt. Denn bei mir war es jetzt so, also bei mir war jetzt keine akute Sorge oder um etwas, was ich mich kümmern muss oder so. Es war einfach, alles ist fürchterlich schlimm. So durchaus gelöst durch, ja, ich war bei meinem Bruder, im Auto höre ich Radio, auch wenn ich das versuche abhören zu lassen. Ja, man kann es nicht. Und heute Nachmittag hat es mich eben erwischt. Und aber dadurch, dass der Verstand es nicht lösen kann, damit habe ich ihn eigentlich, ja, ich will das nicht sagen besiegt, aber zum Schweigen gebracht. Weil was spricht denn dagegen? Ich kann das nicht lösen. Und ob das jetzt Krieg ist, ob das ein Problem von dir ist, ob das Liebeskummer ist, das ist nämlich, kann nämlich auch Liebeskummer sein, ob das Geldsorgen sind, kann ich das jetzt vom Verstand her lösen? Kann ich vom Verstand her machen, dass mein geliebter Mann zu mir zurückkommt? Kann ich vom Verstand her machen, dass ich jetzt, keine Ahnung, 100 Euro mehr auf meinem Bankkonto habe, dass ich diese Schulden zahlen kann? Kann ich das jetzt vom Verstand her tun? Nein, er kann jetzt gar nichts tun, sonst hättest du es nämlich schon getan. Außer du könntest was tun und willst nicht, das ist wieder was anderes. Aber ich gehe jetzt davon aus, du hättest das ja schon getan. Das ist eine Situation, wo du sagst, da kann ich jetzt nichts machen, ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Muss die Zeit entscheiden, es kommt was. Also das, so mache halt ich immer. Ich weiß, dass irgendeine Lösung kommt da immer. Und aber mit diesem Argument zu deinem Verstand hebelst du ihn aus. Weil wenn du es verstandesmäßig auch nicht lösen kannst, ja, lieber Verstand, dann lass mich in Gottes Namen wenigstens hier meinen Weg gehen und mich dementsprechend gut fühlen. Also war jetzt bloß ein kleiner Tipp von mir, wie man das machen kann. Und ja, meine Forscher hat gezeigt, hier liegt die Wahrheit. Vergleiche immer wieder. Schau auf deine Uhr, schau auf die Uhr vom Haus, fühl in dich hinein und fühl hinein, was der sagt. Passt das? Stimmt das? Du kannst momentan, solange ja, da noch keine Gegen-KI gibt oder irgendeine Technik, ich weiß es nicht, aber momentan ist so, da wüsste ich jetzt keine andere Lösung. Du kannst nur deine Wahrheit finden, indem du sie fühlst. Und da kommt zwar auch der Verstand, der dann sagt, zum Beispiel, ich will jetzt in die Zukunft schauen und sage, also ich möchte jetzt wissen, ob ich nächste Woche ein blaues Kleid finde zum Einkaufen. Beim Einkaufen, weil ich brauche unbedingt ein blaues Kleid. Finde ich das nächste Woche. Und du schaust da irgendwie rein, jeder auf seine Art. Und
du hast aber das Bedürfnis und den unwahrscheinlichen Wunsch, dieses blaue Kleid zu finden, dann kann sein, dass du dir da selber was vormachst. Es kann aber auch sein, dass du Angst hast, dieses blaue Kleid, was so wichtig ist, nicht zu finden und du dann eine negative Vorschau hast, weil aus dieser Angst heraus. Und da kannst du dann auch bloß, also wenn ich sowas mache, das hat mit Energetik ganz viel zu tun, also gut, in Zukunft jetzt nicht so, doch, eigentlich auch, doch, in allen Zeiten, ist es wurscht, dass ich erstmal um die Wahrheit bitte, dass ich sage, ich bin ein wahrheitsgemäßer Kanal für alles, was ich sehe, höre, spüre, spreche und pendel, ich pendel auch, und sage dann immer, mein Verstand tritt zurück. Und ist egal, was da jetzt kommt, ich schaue, ich bin nur ein Beobachter von außen. Ich muss halt meine Emotionen zurücknehmen, meine Ängste zurücknehmen. Und da muss ich den Verstand wegmachen, weil nur der Verstand zeigt mir diese Angst. Dann sage ich, Verstand, du hast keine Ahnung. Weißt du, ob ich nächste Woche das Kleid finde? Nein, weiß er nicht. Also, jetzt mein Verstand tritt zurück und der ist jetzt, das konditioniere ich natürlich, das übe ich natürlich, dass ich immer wieder meinen Verstand zurückspringen lasse. Und wenn er nicht wegbleibt, dann spreche ich mit meinem Verstand genau so, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Sag, was willst du hier? Du kannst mir jetzt da nicht helfen. Oder weißt du das? Nein, aber es könnte ja sein, dass. Sag ich, ja, und? Was soll das könnte sein? Ist ja nicht. Und ja, aber du könntest ja was Verkehrtes sehen. Kommt dann auch immer. Sag ich, und? Selbst wenn ich was Verkehrtes sehe, wenn ich jetzt sehe, ich krieg nächste Woche das blaue Kleid und ich krieg's dann nächste Woche nicht. Und was ist dann passiert? Ja, nix. Sag ich ja eben, nix. Es ist nix passiert. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt mein Leben darauf erwette, dass es so ist oder sonst irgendwas. Du kannst mit dem Verstand ein Deal ausmachen. Bleib mal weg. Lass uns das halt mal probieren. Und. Ich erzähle es euch, ja, das erzähle ich, weil ich es eben heute wieder erlebt habe, dass er wieder kam und weil ich zu viel im Kopf war. Das ist auch etwas hier mit der Uhr und der Uhr am Haus. Wie viel bist du im Kopf? Alle Ängste, alle Emotionen, alle Sorgen, alle Traurigkeit. Ja, Traurigkeit lassen wir mal weg. Aber das meiste, was kommt, kommt nur aus dem Verstand. Nein, auch die Traurigkeit kommt aus Verstand. Das stimmt schon. Ich habe jetzt gerade an meine Mama denken müssen. Aber ich war nie traurig, wo meine Mama gestorben ist. Aber einfach, ja gut, ich habe da ein anderes Verhältnis dazu. Und vor allem, ich wusste, dass es ihr jetzt viel besser geht. Und ich wusste auch, dass meine Mama nicht tot ist. Und wenn ich jetzt aber vorstelle, dass ich meine Tochter verliere, wäre es schon wieder ganz was anderes. Und dann, ja, bloß ganz kurz, diese Traurigkeit, die ich dann empfinden würde. Warum? Was ist das für eine Traurigkeit? Ich bin ja nicht traurig, weil meine Tochter tot ist. Ich bin traurig, weil ich alleine bin. Und da müssen wir uns mal auch Gedanken darüber machen. Wir trauern nie um die Toten. Bei denen geht's gut. Und das wissen wir alle. Wir trauern um uns, weil wir jemand verloren haben. Weil wir jemand verloren haben, der uns wichtig war. Oder. Mich hat der jetzt allein gelassen. Bei meinem ersten Freund, der mir sehr, sehr wertvoll war, der gestorben ist, den habe ich geschimpft. Ohne Ende. Ich bin im Wohnzimmer gesessen und habe gesagt, du Vollidiot. So, wie kannst du dir einbilden, einfach zu gehen? Also, genauso bin ich da gesessen und habe damals mit ihm geschimpft. Weil er hat ja mich allein gelassen. Was bildet er sich denn überhaupt ein? Aber wirklich so. Also, aber so habe ich es mir halt auch von der Seele geredet. Und vor allem, er war da. Ich wusste, dass er da ist. Aber ist ja wurscht. Er hat ab damals auch bloß gelacht. Nur zur Info. Also, das geht alles. Aber wir müssen uns jetzt sicher sein, dass auch diese Traurigkeit, ja, aus uns kommt, aus unserem Verstand. Jetzt bin ich alleine. Jetzt habe ich keine Hilfe mehr. Ich habe eine Liebe verloren. Oder. Dass das auch bloß wieder vom Verstand her kommt. Und natürlich bist du auch gefühlsmäßig traurig, wenn jetzt irgendjemand stirbt, den du sehr nahe stehst. Ist ganz klar. Da ist eine Verlust in dir. Ganz klar. Aber trotzdem musst du sehen, auch bei Liebeskummer. Warum hast du den Liebeskummer? Du hast ja im Grunde nicht Liebeskummer, weil der Mann jetzt weg ist. Du hast im Grunde Liebeskummer, weil du dich alleine fühlst. Weil deine Liebe nicht erwidert wird. Weil du,
ich weiß nicht, die zwei Sachen sind mir jetzt mal spontan eingefallen. Weil es beweist, das Leben beweist es. Du hast Liebeskummer ohne Ende. Rappelst dich trotzdem auf, gehst irgendwo hin, dass du da mal rauskommst. Lernst dann den Mann deines Lebens kennen. In diesem Moment ist dieser Liebeskummer weg, weil jemand anders an die Stelle getreten ist. Und das sagt dir ja, es ist immer nur der Verstand. Ich weiß, bei Liebeskummer und Traurigkeit und so ist das jetzt nicht so einfach. Aber man muss sich mal darüber klar werden, dann wird nämlich alles viel einfacher. Und es wird auch einfacher, mit dem Verstand umzugehen. Weil wenn du immer in dein Herz bist, in dein Herz bleibst, verbunden mit dir selber, verbunden mit der Quelle, verbunden mit der Seele, mit dem Erzengel, was weiß ich was, vollkommen wurscht, geht es dir gut. Da, wenn es dir nicht gut geht, bist du im Verstand. Nur, dass du mal da, das ist ja das der Auftrag, pass auf, was ist Realität und was nicht. Und das gehört da dazu, gerade energetisch gehört es da dazu. Was ist der Verstand, was ist wirklich Wahrheit. Und wenn ich heute Nachmittag in mein Herz gegangen ist, war alles gut. Der Verstand hat mich darunter gezogen. Genau. Okay, ja, gut. Ich wünsche euch alle einen wunderschönen Dienstag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe
wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.